Amerika hat eine Wahl. In Belarus war sie nur scheinbar. Der Herrscher Alexander Lukaschenko hat ein Vierteljahrhundert Erfahrung damit, dafür zu sorgen, dass die Wahlergebnisse stimmen. Und stimmen hieß bei ihm schon vor 26 Jahren. Über 80% Zustimmung für ihn im Präsidentenamt. Genauso dann auch am letzten Sonntag, offiziell. Aber seitdem geht seine Rechnung nicht mehr auf. Zu viele Wähler wissen aus ihrem Umfeld, dass das unrealistische Zahlen sind. Zu viele Videos und Zeugenaussagen belegen die Dreistigkeit der Fälschungen. Und zu viele Menschen gehen in Protest auf die Straße. Diesmal bleiben Fälschungen nicht verborgen hinter den Kulissen. Diesmal ist der Widerstand breit und sichtbar und gibt bisher nicht auf. Phoebe Gahr berichtet, dann sprechen wir mit einer der drei starken Frauen, die dem Diktator die Stirn bieten. Mit 12 Stichen musste seine Kopfverletzung genäht werden. Trotzdem gelang diesem Belarussen, der anonym bleiben muss, die Flucht aus den Händen des Regimes. In die war er 2 Tage zuvor bei einer Demonstration in Minsk geraten. Sie haben eine Art Korridor gebildet aus 40 Menschen, die auf uns einschlugen. Solange du läufst, solange schlagen sie auf dich ein. Und wenn du fällst, schlagen sie weiter, bis du wieder aufstehst. Banges Warten vor belarussischen Gefängnissen. 6.700 Festnahmen gab es seit Sonntag. Der Kontakt zu ihren Verwandten und Freunden hinter Gittern wird den Menschen meist verweigert. Sie hoffen, dass einer der Freigelassenen sie wiedererkennt. Seit 4 Tagen keine Spur von Igors Sohn. Ich verstehe die Welt nicht mehr. Wir sind normale, gesunde, friedliebende Belarussen. Und jetzt kämpfen unsere Behörden gegen das eigene Volk. Sie sind nicht mehr für das Volk da, sondern nur noch für einen einzigen Mann. Selbst diejenigen, die für ihn gestimmt haben, sind jetzt hundertprozentig gegen ihn, weil er sogar Kinder festnehmen lässt. Alexander Lukaschenko lässt die Proteste gegen seine angebliche Wiederwahl brutal niederschlagen. Und die Folgen davon im Fernsehen vorzeigen. An den Gefangenen sind deutliche Spuren von Gewalt zu erkennen. Um ihre Persönlichkeitsrechte zu schützen, haben wir ihre Gesichter unkenntlich gemacht. Das belarussische Staatsfernsehen führt sie vor. Die jungen Menschen beteuern, offenbar unter Druck, nie wieder demonstrieren zu gehen. Die Willkür, die Gewalt der Einsatzkräfte, all das scheint die Entschlossenheit zum Protest noch zu verstärken. Jede Nacht, jeden Tag gehen Tausende auf die Straße. Das medizinische Personal ist hierher gekommen, Ärzte, Krankenschwestern, weil wir in den letzten Tagen sehr viel Schreckliches gesehen haben. Man bringt uns Menschen mit Verletzungen, die es so wahrscheinlich seit dem letzten Krieg hier nicht mehr gegeben hat. Im ganzen Land und quer durch die Gesellschaft fühlen sich die Belarussen betrogen. Man hat mir meine Stimme geklaut, halten sie in roten Lettern in die Höhe. Nachts kann ich meine Kinder nicht alleine lassen, aber tagsüber kann ich kommen und meine Meinung sagen. Man hat mir nicht nur meine Stimme geklaut, sondern 26 Jahre meines Lebens. Die Hoffnung auf einen demokratischen Neuanfang. Entfacht wurde sie im Wahlkampf von einem Frauentrio. 2 mussten Belarus mittlerweile verlassen. Maria Kolesnikova kämpft von Minsk aus weiter. Sie ist sicher, die Veränderungen, die in Belarus begonnen haben, kann auch der Sicherheitsapparat eines Diktators nicht mehr aufhalten. Und wir erreichen Maria Kolesnikova in einer Wohnung in Minsk. Guten Abend, Frau Kolesnikova. Muss man sich Sorgen um Sie und Ihre Sicherheit machen? Guten Abend. Ich spüre mich komplett in Sicherheit und ich glaube, Sie müssen jetzt keine Sorgen machen. Aber Sie sind eine Stimme der Opposition, die in den Straßen von Minsk und in anderen Städten von Belarus zusammengeprügelt wird. Was macht Ihnen da dieses Gefühl der Sicherheit? Natürlich, seit letzten 3 Monaten, wir spüren immer sehr viel Druck. Aber die Stimmen von belarussischem Volk und belarussischem Volk selber gibt mir die Sicherheit und Kraft. Und auch, ich bin einfach stark mit diesem Gefühl, dass ich bin der belarussische Volk und wir sind alle zusammen. Man kann sich vorstellen, nach allem, was bisher geschehen ist, dass dieses triumphale Ergebnis für Herrn Lukaschenko von der Wahl, nämlich 80%, eine grobe Fälschung ist. Aber was gibt Ihnen die Gewissheit, dass tatsächlich Ihre Kandidatin gewonnen hat?
Ja, es gibt mehrere Sachen, die einfach als Beweis und man zeigen kann. Zum Beispiel, wir haben seit 2 Wochen über ganzes Belarus gefahren, zusammen mit meinen Kolleginnen. Und wir haben sehr viele gemeinsame Treffen mit dem Volk von verschiedenen Staaten, die größere Staaten und die kleinere Staaten zusammen gemacht. Und wir haben diese Unterstützung gesehen. Und natürlich, wir waren sehr bewundert selber. Es stimmt schon. Für uns es war auch eine Überraschung, weil wir haben wirklich eine riesige Unterstützung gespürt von den Leuten. Und wir haben gesehen, wie viele tausend Leute sind in jeder Stadt, egal ob klein oder groß, gekommen sind. Und wie haben sie uns gemocht sozusagen und wir natürlich auch. Und es bleibt noch weiter so und kommt noch mehr. Und auf die Straßen, wenn wir gehen entlang oder wie ich, wenn ich gehe auf die Straße, einfach die Leute kommen zu mir, sie umarmen mich, sie sagen mir die Worte von Unterstützung und natürlich ist einfach so ein starkes Gefühl. Was ist denn Ihr politisches Ziel jetzt in einer Phase, in der Sie ja nicht die Anführerin einer Revolution sind, sondern das ist völlig dezentral und verteilt? Ja, also die Proteste, die jetzt stattfinden in ganzes Belarus, die sind komplett dezentralisiert. Also die finden statt nicht nur in Minsk, komplett in ganz Belarus, in jede kleine oder größere Stadt. Und oft, die sind auch nicht im Zentrum von Stadt, sondern in alle Gebiete. Und jetzt alle Leute, also zum Beispiel heute, es war schon ein sehr beeindruckendes Gefühl im Museum, Philharmonie, Fabriken. Die Leute sind einfach rausgegangen von diesen Institutionen und die waren alle miteinander zusammen und solidar. Und natürlich, es war auch unser Ziel, die Leute zusammen zu vereinen, dass wir spüren uns als einen Volk, der eine neue Zukunft zusammen aufbauen möchte. Morgen beraten die Außenminister der Europäischen Union über Belarus. Welche Hoffnungen haben Sie an Europa? Wir spüren schon sehr, Unterstützung von Europa ist schon sehr stark und wir spüren das und dafür sind wir sehr dankbar. Für uns ist es sehr wichtig und jetzt in dieser schwierigen Zeit für Belarus und für uns alle, natürlich für uns ist wichtig, diese Gewalt zu stoppen. Seit letzten 3 Tagen sind mehr als 6.000 Leute im Gefängnis. Das hat noch nie passiert seit 26 Jahren. Die Gewalt war noch nie so hoch und so brutal. Und natürlich, wir selber machen alles, um das zu stoppen. Und für uns ist ganz wichtig, einen Dialog anfangen mit der Regierung. Und wir würden auch sehr dankbar sein, wenn wir könnten vielleicht gemeinsam oder irgendwie diesen Dialog zu anfangen. Das ist für uns jetzt der Ziel Nummer 1. Nun habe ich noch nicht verstanden, welche konkreten Aktionen Sie sich von Europa erwarten. Ja, es ist, wir erwarten Unterstützung und das bekommen wir schon und es ist natürlich für uns sehr wichtig. Wenn wir sprechen über Sanktionen, vielleicht ist es noch viel zu früh. Aber von unserer Seite, was sicher ist, wir selber, Belarussen, wir erkennen die Ergebnisse von Wahlen nicht. Und natürlich, wenn sie Europa würde uns auch unterstützen, wir könnten dann auch beweisen, warum wir das nicht erkennen und dann vielleicht es wäre eine mögliche Solidarität mit uns auch sein. Danke für das Gespräch. Alles Gute Ihnen. Vielen Dank. Auf Wiedersehen. Das Interview haben wir vorab geführt per mobilem Internet, ohne dass Frau Kaleschnikowa uns oder irgendjemanden ihren genauen Ort in Minsk mitteilen musste. Und sie spricht Deutsch, weil sie 13 Jahre lang als Musikerin in Stuttgart studiert und gearbeitet hat.